Wir kommen zu einem weiteren Mann, der Superlative. Meeresbiologe und Abenteurer ist er. Robert Mark Lehmann heißt er. Er überlebte schon einen schweren Surfunfall und einen Flugzeugabsturz. Er hat sich der Schönheit der Meere verschrieben und bildet sie in seinen unglaublichen Filmen und Fotos wirklich fantastisch ab. Wir sprechen jetzt mit ihm. Guten Morgen. Hi. Wir haben so, was, möchte die Kamera ihn zeigen oder? Ah, wir zeigen ihn einmal ganz kurz. Ja, aber ich würde ja gerne einmal kurz guten Morgen sagen. Dann schauen wir dich jetzt nochmal an. Eine schöne Matz. Als Meeresbiologe und Forschungstaucher ist Mark Robert Lehmann in allen Weltmeeren unterwegs. Er jagt Haischlechter, beobachtet Kegelrobben, erforscht unbekannte Unterwasserhöhlen. Eines seiner Hauptanliegen ist der Umweltschutz. Verschmutzung durch Plastikmüll, Überfischung und Artensterben sind seine Themen. Er spricht an Schulen und Universitäten, hält packende Vorträge. Sein Motto? Die Welt ist ein schöner Ort, um den es sich zu kämpfen lohnt. Darum dokumentiert er die schönen Seiten, aber auch die hässlichen. Und jetzt ist er bei uns im Frühstücksfernsehen. Herzlich willkommen, Robert Mark Lehmann. Ja, da war es richtig. Robert Mark Lehmann, nicht Mark Robert Lehmann. Wir sind ganz, ganz froh, dass du bei uns bist. Ich habe schon viel von dir gehört und vor allem viele tolle Bilder von dir gesehen. Und du hast so Informationen, über die man teilweise auch etwas traurig ist. Beispielsweise Delfine. Die sind gar nicht so cool, wie man immer denkt. Die sind schon cool, die sind schon ziemlich cool. Aber die haben auch ein paar Eigenschaften, die vielleicht nicht so cool auf Menschen wirken. Ich habe so einen Vortrag, der heißt 10 Gründe, warum Delfine Arschlöcher sind. Und es sind manchmal Arschlöcher. Muss man ganz klar sagen. Warum? Weil, tun sie denn falsch? Guck mal, die beißen Leute, die reißen auch mal einen Arm ab, die brechen mal eine Rippe, da kann man das gut sehen. Und neulich war dieses Video in den sozialen Medien, wo dieser Delfin diesen Stand-Up-Paddler vom Bord runterboxt. Das hat er auch mit Absicht gemacht. Meinst du, das macht natürlich er mit Absicht? Natürlich macht er die das wissen, mit Absicht. Die wissen ganz genau, was sie tun. Die Delfine sind ja nicht doof. Obwohl das ja schon wieder ganz witzig ist, wenn das man ist dann ja so auch witzig. Unter Meer denkt, Mensch, da oben den Typen, den hau ich jetzt mal weg. Das machen die schon mal. Nein, also Delfine sind tatsächlich auch Raubtiere, das darf man immer nicht vergessen. Mhm. Aber wenn man mit Delfinen schwimmt, es ist ein 400 Kilo schweres Tier. Es ist ein großes Raubtier, was andere Haie, Robben und andere Delfine frisst. Also wenn man mit dem ins Wasser geht, dann kann das schon mal zu einem Unfall kommen. Und ich lese hier sogar, dass sie Weibchen vergewaltigen. Unter menschlichen Gesichtspunkten. Ne? Also dann würde so ziemlich jedes Tier vergewaltigen. Also ich finde immer schwierig, dass diese Begriffe Vergewaltigung auf Tiere anzuwenden, ja, weil dann würde jede Stockente ein Vergewaltiger sein, so ungefähr. Ja. Naja, und Delfine suchen sich, wenn sie gerade junge Männchen sind, gerne mal ein junges Weibchen und separieren das aus der Gruppe und halten das, ich sag mal, über Wochen in Schach. Das ist jetzt aus menschlichen Gesichtspunkten unangenehm. Irgendwann hat sie quasi keine andere Wahl mehr, außer zu sagen, na gut. Das stimmt. Wir beide. Wir beide, du und ich oder die anderen auch noch, die gerade da sind. Mensch, wo ihr schon mal hier seid. Ja. Warum sind denn nicht nur diese Fischtrawler? Man denkt eigentlich, diese Fischtrawler sind immer daran schuld, dass die Meere völlig überfischt sind, weil natürlich gigantische Massen an Fisch rausgeholt werden. Du sagst aber, die Angler, auch. Die sind man auch darf nicht das ohne. Nicht vergessen. Genau, man hat mal so vor ein paar Jahren eine Studie gemacht und geguckt, sag mal, wie viele Fische fangen denn eigentlich die Angler? Und dabei ist dann rausgekommen, genauso viel wie die industrielle Fischerei in Deutschland zum Beispiel. Also keine Ahnung, in Deutschland fängt man 2.500 Tonnen Fisch pro Jahr. Ja. Dasselbe knallen die Angler auch raus. Man hat das komplett vernachlässigt. Ne? Es gibt ja über 4 Millionen Angler in Deutschland und davon fahren alle ans Meer, fangen immer und immer wieder Fische und dann hat man festgestellt, sollten wir vielleicht auch mal mit in die Quote einberechnen. Es ist ja sowieso so, dass wir immer Bilder aus den Meeren sehen und alle ganz fasziniert sind. Aber man muss die Meere eben auch wirklich schützen. Wie schlecht ist es denn tatsächlich bestellt ums Meer? Man liest und hört ja auch immer wieder, dass man am besten gar keinen Fisch mehr essen soll, weil die alle schon sowas von vergiftet und ungesund sind. Ja, also Fisch war früher natürlich mal ein gesundes Lebensmittel. Heute ist das schwierig im Zeitalter des Mikroplastik, was überall im Ozean ist, oder die Meeresverschmutzung allgemein, die die Fischqualität beeinträchtigt. Ich esse sowieso keine Fische, weil für mich als Meeresbiologe sind sie Freunde. Und das Meer wird immer leerer, also brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt kaum vernünftig gemanagte Fischbestände. Und das heißt, wer Fisch isst, trägt auch dazu bei, dass das Meer immer, immer leerer wird. Ne? Heißt aber, Fleisch isst du? Ganz, ganz selten und nur sehr ausgewählt. Und dann nur von Tieren, die nicht in der Massentierhaltung waren und denen es eigentlich gut ging. Die zum Beispiel von der Weide geschossen wurden und dann nicht transportiert wurden. Dann finde ich das, glaube ich, in Ordnung. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil Fleisch für uns auch mittlerweile so normales Fisch natürlich auch. Man futtert das einfach so weg und sollte sich schon mal überlegen, wo das alles so herkommt. Wir brauchen noch was Schönes zum Schluss. Ah ja. Kuscheln mit Haien. Mach ich das gerne. Das ist total jeden Morgen. Ist das so? Eigentlich um diese Uhrzeit. Ist die beste Zeit. Ich bin mir unsicher, ob das so mein Ding wäre. Nein, ist wirklich gut. Also Haie, guck mal, es gibt 1000 Unfälle mit Delfinen pro Jahr. Mhm. Und mit Haien gerade mal 60.
Das heißt, der Delfin ist deutlich gefährlicher als ein Hai. Deswegen gehe ich mit Haien kuscheln nicht so gerne mit Delfinen. Man lacht, also, aber du hast natürlich total recht. Ja, eben. Und guck mal, ich meine, da sieht man es in den Bildern auch wunderschön. Die greifen einen ja nicht sofort an. Die gehen mit einem schwimmen, die finden einen cool, die sind interessiert. Das macht richtig Spaß. Ich empfehle das jedem. Natürlich ist das Schwimmen mit Delfinen auch cool. Aber mit Haien macht es für mich noch mehr Spaß. Das sieht so friedlich aus. Das ist ein auch unglaublicher Job, den du da machst, möchte ich sagen. Man möchte dann immer mitmachen, aber so ein Meer ist schon auch etwas beängstigend, oder? Nicht für mich. Ich find's cool. Ich find's an Land beängstigender. Ich freue mich sehr, dass du heute Morgen bei uns bist. Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe und zwar der etwas anderen Art. Denn irgendwie jung, frisch und sonst denkt man immer so, Meeresbiologe ist so ein etwas älterer Herr, der sich irgendwie. Ja, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber ja, ach, ich weiß, komm, was du meinst. Nein, ja, ich gebe mein Bestes. Vielen Dank dafür. Gerne. Er ist ein Mann der Superlative. Er ist Meeresbiologe und er ist vor allem auch ein Abenteurer. Robert Marc Lehmann sitzt bereits bei mir auf der Couch. Gleich sehen Sie ihn. Wir wollen aber erstmal die Wahnsinnsbilder zeigen, die er uns aus dem Meer mitbringt. Als Meeresbiologe und Forschungstaucher ist Robert Marc Lehmann in allen Weltmeeren unterwegs. Er jagt Haischlechter, beobachtet Kegelrobben, erforscht unbekannte Unterwasserhöhlen. Eines seiner Hauptanliegen ist der Umweltschutz. Verschmutzung durch Plastikmüll, Überfischung und Artensterben sind seine Themen. Er spricht an Schulen und Universitäten, hält packende Vorträge. Sein Motto? Die Welt ist ein schöner Ort, um den es sich zu kämpfen lohnt. Darum dokumentiert er die schönen Seiten, aber auch die hässlichen. Und jetzt ist er bei uns im Frühstücksfernsehen. Herzlich willkommen, Robert Marc Lehmann. Herzlich willkommen. Lotte hat sich bereits mit ihm angefreundet. Man muss aber sagen, du bestichst sie auch ein klein wenig mit Leckerlis. Entschuldigung, das mache ich mit Haien auch so. Das funktioniert einfach. Über die Haie sprechen wir gleich noch. Wir haben nämlich 5 Wahnsinns-Facts aus dem Meer. Man denkt ja immer auch, das Meer, das ist halt so da. Und ist irgendwie auch ganz schön, wenn man da mal sitzt und einen Cocktail trinkt. Es hat aber weitaus mehr zu bieten. Und vor allem müssen wir weitaus mehr darauf aufpassen, als wir manchmal so denken. Wir wollen erstmal über Delfine sprechen. Delfine sind unser aller Freund. Missverstanden. Man denkt ja immer, Delfine retten Menschen und so weiter. Das ist natürlich totaler Quatsch. Delfine sind auch manchmal Arschlöcher. Wie man jetzt immer wieder in den sozialen Medien und so sieht, da sind ja immer wieder Videos, wo Leute angegriffen werden, wo der Arm umgedreht wird, wo Leute vom Surfbrett gestoßen werden. Also Delfine können echte Arschlöcher sein. Und ein Freund von mir wäre fast von einem Delfin ertränkt worden. Und das machen die mit Absicht? Glaubst ja du, die wissen genau, was sie da tun, wenn die so einen Surfer da runterkicken oder deinen Freund? Durchaus, definitiv. Der Freund wäre fast gestorben, weil dieser Delfin versucht hat, sich mit ihm zu paaren. Ja, und wenn ein 500 Kilo schweres Tier versucht, seinen Penis in dich zu stecken, dann ist das unangenehm. Ja. Zumal Delfine da ja auch wirklich nicht zimperlich miteinander umgehen, sondern da bestimmt der Mann. Deswegen heißt es auch immer wieder, Delfine sind Vergewaltiger, ja, weil das nicht so im Einvernehmen passiert. Genau, aus menschlichen Gesichtspunkten wäre das so. In der Tierwelt, ob man das so sagen kann, weiß ich nicht, aber im Prinzip schon. Also dann kommen auch manchmal so Bachelor, also so junge Männchen, schnappen sich ein Weibchen aus so einer Gruppe, vergewaltigen die wochenlang, und bis sie dann entweder tot ist oder die das Interesse verloren haben. Delfine sind, also wenn man das nächste Mal mit Delfinen irgendwo schwimmt, sollte man das im Hinterkopf haben. Es gibt 1000 Unfälle mit Delfinen pro Jahr. Also Flipper sehe ich jetzt in einem völlig anderen Licht, muss ich sagen. Durchaus. Wir denken ja auch immer, dass die Meere alle leer gefischt werden aufgrund dieser riesen, gigantischen Schiffe, die da irgendwie Tausende von Fische rausholen. Ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, aber ja, die Angler hat man vergessen. Mindestens genauso schuld. Die hat man vergessen. Also man hat dann vor ein paar Jahren so eine Studie gemacht und geguckt, wie viel Fisch fangen eigentlich die Angler aus dem Meer, und hat festgestellt, genauso viel wie die industrielle Fischerei. Und das in Deutschland. Es gibt ja in Deutschland über 4 Millionen Angler. Und wenn die einfach nur mal einmal die Woche angeln gehen, sich einen Fisch mitnehmen, dann fangen die genauso viel wie unsere große Fischfangflotte. Und das hat man einfach vernachlässigt. Und deswegen geht es dem Meer hier und da nicht so gut. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg der Besserung in Deutschland, aber es ist ziemlich leer da draußen. Es ist nach wie vor ein Hobby eben auch, was ja Tiere tötet. Das muss man eben auch. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, der Fisch ist das, was am meisten getötet wird auf der Welt. Ne? Jeden Tag Milliarden von denen. In Deutschland beispielsweise ist das größte Raubtier, das größte Raubtier ist kein Fisch, aber es kommt aus aber dem Meer. Aber es frisst Fische. Aber es frisst Fische, ja, auch. Das ist in Ordnung. Es ist Kegelrobbe, genau. Unsere größte deutsche Robbe, die Kegelrobbe. Wir hätten ja eigentlich den Bär als größtes deutsches Raubtier, aber der letzte ist 2006 über die Grenze gekommen. Hier sieht man gerade so eine schöne große Kegelrobbe, die einen Seehund frisst. Man sieht, es sind wirklich Raubtiere, ne? Es sind keine Kuscheltiere, die fressen andere Tiere, die wiegen 300 Kilo, die werden 3 Meter lang. Also der könnte dich theoretisch mit einem Haps zerteilen. Oh Gott, oh Gott.
Gott. Und trotzdem sind es so faszinierende Bilder. Ne? Ich finde immer, wenn man das so in Zeitlupe sieht, die sich bewegen, ganz faszinierend. Die sind wunderschön. Ne? Also mit denen zu tauchen ist cool. Kann jeder in Deutschland auch einfach so ab nach Helgoland, schnorcheln gehen mit den Viechern, los geht's. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich dir da so vertrauen kann. Du bist ja nicht so ganz knusper, muss man sagen. Denn du sagst ja auch, dass Kuscheln mit Haien toll ist. Ja, natürlich. Warum? Das ist ja auch geil. Ich meine, Haie sind wunderschöne Tiere, die tun den Menschen nichts. Es gibt gerade mal 60 Unfälle mit Haien pro Jahr weltweit. 5 Todesfälle. Delfine, muss man gegen mal die Delfine sagen, mit 1000 Lachs. Unfällen. Lächerlich, ne? Und Haie sind einfach wunderschöne, intelligente Tiere, mit denen man gut im blauen Wasser toll tauchen kann. Es sind einfach intelligente, schöne, wunderschöne Tiere. Es macht Spaß, mit denen zu tauchen. Und genau aufgrund dieser Wahnsinnsbilder und dieser tollen Tiere müssen wir das Meer schützen. Oh ja. Leider ein ganz unschöner Fakt zum Schluss, die Belastung mit Plastikmüll im Meer. Man hört immer wieder davon, wie dramatisch steht es tatsächlich? Sehr. Also was ich so an Plastikmüll finde auf der ganzen Welt, an Stränden oder im Meer, wenn ich draußen mit dem Booten rumfahre, ist es wirklich enorm. Nur um dir eine Zahl zu geben, allein in den USA verwendet man am Tag 500 Millionen Plastikstrohhalme. Boah. In Deutschland 40 Milliarden Plastikstrohhalme pro Jahr. Und davon landet ein Drittel im Meer. So, und das ist ja eine Wahnsinnsmasse. Ich verwende immer keinen Strohhalm. Und wenn ich im Kaffee bin, sage ich, scheiße auf den Strohhalm, komm, das kann man auch so trinken. Es sind wahnsinnige Zahlen, die muss man sich mal bewusst machen. Und am Ende fällt es uns ja dann doch auch wieder auf die Füße. Sehr. Es gibt diese grauenhaften Videos von Schildkröten, die Strohhalme in ihren Nase stecken haben. Genau. Das ist ganz furchtbar. Mhm. Und wir wollen ja auch Fisch essen. Und der Fisch ist dann gar nicht mehr so gesund plötzlich. Nee, plötzlich nicht. Fisch war früher mal ein tolles Lebensmittel, aber heute hast du Mikroplastik und Antibiotika und Hormone und weiß ich. Also Fisch ist kein so tolles Lebensmittel, wie man immer denkt. Man muss sehr genau hinschauen. Robert Mark-Lehmann heute Morgen bei uns, Meeresbiologe, der uns das Meer irgendwie doch nochmal auf eine ganz entspannte Art und Weise erklären kann. Vielen Dank. Gerne. Robert Mark-Lehmann, auch heute Morgen bei uns, Meeresbiologe und so jung und frisch im Meeresbiologen-Job. Salzwasser ist hält jung. Offensichtlich ist das so. Und du hast uns vor allem beigebracht, dass Delfine viel uncooler sind, als wir denken und Haie viel cooler. Warum? Das stimmt. Naja, Delfine töten Dinge zum Spaß. Die versuchen, Menschen als Paarungspartner zu verwenden. Die vergewaltigen ihre Weibchen. Delfine sind Arschlöcher. So ist es nämlich. Und die Haie sind nämlich ganz weich und eigentlich ganz lieb. Warum? Das stimmt. Die fressen uns gar nicht so gerne. Nee, wenn die Haie Menschen fressen würden, würden sie an Land leben, oder? Weil da gibt es ja meistens Menschen und nicht im Meer. Also von daher, Haie sind völlig harmlos. Haben nur 480 Millionen Zähne. Matthias, der nächste Malediven-Urlaub, da nicht mehr mit den Delfinen schwimmen. Ich fahre nur noch in Harz. Ja, bitte. Aber meine Flipperwelt ist jetzt völlig zusammengebrochen. Tut mir leid. Aber es ist die Wahrheit, wirklich, ehrlich. Mein Flipper. Komm, mein Mäuschen. Gemeinsam sind wir stark, du schaffst das. Weißt du, was wir jetzt machen? Vielleicht wirst du jetzt einfach Lassie-Fan.